Hallo und herzlich willkommen auf die Miris, dem süßes Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Das hier vorne ist Chan. Und er redet auch jetzt wieder ganz normal weiter. Und heute kümmern wir uns um diese beiden Fellpopos, und zwar Semmel und Praline. Und was ich jetzt in diesem Video klären möchte, sind die ganzen Fragen, die in letzter Zeit aufgekommen sind und warum die andersrum sitzen. Aber das alles nach dem Intro. Und das Intro ist vorbei. Die sind doch super putzig. Und ganz viele Leute stellen immer ganz viele Fragen, die ich jetzt einfach einmal geklärt haben möchte. Schan, irgendwie müffelst du. Gib mal was zu essen, dankeschön. Oh, hallo, bald felllose Prinzessin. Aber ja, okay, fangen wir doch damit an, dass wir denen etwas zu essen geben und dann kommen wir auch noch bald hierzu. Praline, willst du es hier selbst holen oder soll ich dich füttern? Was hättest du lieber gerne? Okay, du willst gefüttert werden. Sehe ich ein. Also, zu Praline. Sie hat ja mal diverse Operationen und hat dadurch auch eine Hormonstörung bekommen. Das kann halt immer wieder mal vorkommen. Dann verliert sie quasi wie jetzt ihr ganzes Fell. Fast überall. Also ist sie halt nicht komplett. Und auf der anderen Seite, diesmal hat sie aber auch keine Wunden oder keine Hautrötung oder irgendetwas anderes. Es ist einfach nur die Hormonstörung. Das kann jetzt mal passieren. Wir rechnen auch stark damit, dass das Fell wieder nachwachsen wird, wie letztes Mal. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn es nicht nachwachsen sollte, haben wir sie trotzdem ganz doll lieb. Für die Leute, die denken, ja, die hat ja drei Beine und die kann sich überhaupt nicht schnell bewegen, ich habe Videos, die das Gegenteil beweisen. Was man hier auch sehen kann, ist, dass es am Bauch natürlich weniger Fell ist als obendrauf, aber ich meine, darauf liegt sie ja und darauf robbt sie auch die ganze Zeit rum. Hier kann man nochmal sehen, dass ihr Bein halt fehlt. Sie kann sich nur nicht mehr so gut auf der Seite kratzen, aber dafür hat sie ja uns, das ist kein Problem. Was ist los? Willst du zurück? Ja, du kommst jetzt zurück. So, sind alle Fragen mit dir geklärt? Kriegst du Salat? Da steht ihr ja beide drauf. Damit ihr euch nicht streitet, habe ich vorgesorgt, es gibt direkt zwei. Hormonstörung, ein Fuß fehlt. Sollte jetzt allen klar sein. Jetzt hau rein. Guten Hunger. Bedien dich einfach. So, dann kommen wir nochmal zum Semmel. Was man bei ihm in den Videos auch immer wieder sieht, vor allen Dingen in dem, was ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, das Auge sieht immer so aus, als wenn es entzündet wäre. Das ist es aber nicht. Er hatte mal eine Entzündung und jetzt ist ihm hier drumherum getrocknetes Augenwasser. Und dadurch, dass er sich das abgekratzt hat, hat er sich auch ein paar Haare mit rausgezogen. Deshalb sieht das immer so aus, als hätte er eine Augenentzündung, die er aber nicht hat. Er ist einfach nur zu übereifrig gewesen. Aber eine Sache, auf die ich auch nochmal zu sprechen kommen möchte, er hatte ja eine Zystenentfernung. Ja, das hat dir nicht so gut gefallen. Und das ist Gott sei Dank alles komplett abgeheilt. Er hat nur noch hier eine Stelle. Wir bearbeiten das, wir cremen das immer schön ein und es geht gut zurück. Nur nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Wie man hier sehen kann, ist das auch ein bisschen gelber als sonst. Das ist das Spray, was du die ganze Zeit bekommen hast. Und das kriegst du jetzt auch nicht mehr. Wollt ihr mich singen hören? Daumen rauf. Nein, 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 keiner will dich singen hören. Boah, hab ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen möchte. Geh mal kurz mit dem Salat weg. Du hast Walrossfüße. Ganz viele Leute schreiben auch immer in die Kommentare, oh, eure Meerschweinchen müssen mal ganz dringend die Krallen geschnitten werden. Aber wie man hier hoffentlich, geh mal weg, Gemüsekugel, zum Beispiel bei Semmel, der hat halt längere Krallen und dadurch, dass er auch diese Walrosspfoten hat, wirkt das halt so, als ob er manchmal zu lange Krallen hat. Aber ich kann euch versichern, sobald wir noch mehr abschneiden würden, würde es wahrscheinlich anfangen zu bluten. Keine Sorge. Und sobald die lang genug sind, um geschnitten zu werden, dann erledige ich das auch. Das sieht man hoffentlich hier auch. Aber das sind diese Fragen, die ich unbedingt nochmal beantwortet haben möchte, weil es halt immer wieder gefragt wird. Und jetzt gibt es da einmal ein Video zu, außerplanmäßig. Ich hoffe, alle eure Fragen wurden beantwortet. Und wenn nicht, fragt sie gerne in den Kommentaren. Gebt diesem Video gerne auch einen Daumen rauf. Vergesst nicht zu abonnieren. Und am Sonntag kommt ein Video zu dem Ding da. Und an dieser Stelle würde ich sagen, man hört und stört sich. Oh, Semmel, das hast du toll gemacht. Und nein, die beiden sind nicht verwandt. Ich weiß, es ist schwer vorzustellen, aber sie sind es nicht.